Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Alpha Saphir. Und so wie ich es versprochen habe, wollen wir hier jetzt ganz langsam, du dumme Nuss! Kann ich hier nicht mehr schleichen? Ganz im Ernst. Ich kann nicht mehr schleichen. Das klappt nicht. Hä? Das wundert mich gerade ernsthaft. Ist mir auch... Okay, ich verstehe, warum wir nicht schleichen können. Weil wir dieses komische Ding auf dem Kopf haben. Toll. Alter, ich dachte schon, ey, was... LOL. In Ernst? Hier gibt's Panzerung. Das macht mich an. Das ist nice. Komm. Das ist doch ein Panzerung. Panzerung ist ultra. Und vor allem auch ultra selten. Ach du Scheiße. Okay. Ich habe jetzt fast Angst. Wird das einen Donnerzahn aushalten? Oh, ich habe da viel zu viel Angst vor, ohne Scheiß. Das ist verreckt. Lieber Metang ran. Okay, das wird aber ewig dauern, ne? Oh, weil das ja nicht sehr effektiv ist, weil das ja ein Stahlflug-Pokémon ist. Aber Metallklaue wird zum Glück auch, dann wird der Kampf wenigstens ewig dauern. Na gut, alles klar, die Zeit haben wir. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Ja, und sonst so bei euch? Ich kann ja was von meinem heutigen Tag erzählen. Ich habe schon gestern gesagt, oh, relativ stressig, was Aufnahmen angeht im Moment. Und heute machen wir das so, dass was haben wir jetzt gerade? Ich bin um 8 Uhr aufgestanden, habe eine Stunde gelernt. Hab gerade schon eine Pokémon-Folge aufgenommen, habe noch meine Bahnfahrt gebucht nach Berlin und habe dann, wie gesagt, Pokémon aufgenommen. Und danach direkt diese Folge angefangen und danach werde ich wahrscheinlich rendern. Und zwar einmal Pokémon logischerweise und Heroes of Might and Magic. Das soll heute... am 28.01. beziehungsweise am 29.01. online gehen, je nachdem, ob ich das schaffe oder nicht. Und dann, was machen wir dann? Um 12 Uhr geht's dann zur Aufnahme mit Hand of Blood, Hallo, Dreh und Phil und natürlich Bram. Und ja, dann spielen wir wieder 2 Stündchen LOL mit The Butzfrau, also 2 Matches. Und danach machen wir direkt Heroes of Might and Magic nochmal. Da ist nämlich dann, damit ihr dann nicht in Verzug kommt mit den Folgen, versuchen wir das auf jeden Fall so zu machen. Deswegen auch bitte ich ein bisschen um Verständnis, dass die Folgen nicht ultra lange sind, ja. Weil wie gesagt, ach du Scheiße. Das wird stressig, dieses Vieh zu fangen. Ja, jetzt könnte man sowas wie Donnerwelle gebrauchen. Gut, Jay. Gut, dass du es weggeschmissen hast. Egal. Ja, wie gesagt, jetzt versuchen wir es mal mit den Pokébällen hier zu fangen. Es hat immerhin nur ein HP, ja. Wie unwahrscheinlich ist es? Oh Gott. Es ist unwahrscheinlich. Ja. Genau. Danach 2 Stunden Heroes of Might and Magic Aufnahme. Dann haben wir 16 Uhr. 16 Uhr bis 18 Uhr Pause. Ja, da muss ich essen und eigentlich auch lernen. Aber, naja, 2 Stunden für eine Prüfung lernen ist echt gar nichts. Von daher bin ich halt um 8 Uhr schon heute aufgestanden. Und danach geht es weiter um 18 Uhr 4 Stunden Battle-Aufnahme. Bis 22 Uhr. Und dann gucke ich mir, ich bin ein Star, holt mich hier raus an. Und dann gehe ich pennen. Und das war der Tag. Also, es ist derzeit sehr, 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 sehr stressig. Und morgen ist auch wieder Aufnahme.
Dann muss ich auch noch Pokémon wieder aufnehmen und dann machen wir Mischbattles und ich muss auch irgendwann lernen. Ja, wir haben Panzereon gefangen und wenn Hardy das hier sieht, ja, dann wird der kotzen. Weil ich weiß noch genau, als er erzählt hat, ich spiele auch Pokémon, bla bla bla, und ich habe 5000 Superbälle für Panzereon geopfert und ich habe dieses Pokémon immer noch nicht gefangen, Mama, miau. Panzereons Stahlflügel bekommen in den vielen Kämpfen, die es trägt, Risse und Beulen. Einmal im Jahr wachsen seine Flügel komplett nach und werden wiederhergestellt. Oh, das ist ja cool. Ne, wollen wir keinen Spitznamen geben. Also ist halt mega selten, das Pokémon. Gehe ich mal auch stark von aus, dass es ultra selten ist. Und ja, nice. Schon cool, dass man das so gefunden hat. Ich weiß nicht genau, was die Wahrscheinlichkeit ist, aber es ist, glaube ich, nicht allzu hoch. Aber dann gehen wir jetzt hier weiter. Da oben gibt es nichts mehr, also müssen wir links unten weiter Richtung Laubwechselfeld. Oh, was bist du denn? Pandia. Ja, sagt mir auch etwas. Auch schon mal gesehen. Ich hoffe, das überlebt das. Ach, guck an, locker. Von wegen, wir müssen immer wechseln und so. Ich nutze das jetzt auch. Nur, dass dein Ruckzuck-Peak nicht annähernd so viel Schaden macht. Das tut mir sehr, sehr leid. Ist das ein normales Pokémon? Es sieht etwas verwirrt aus, das Vieh. Wenn ihr mich fragt. Oder ist es Psycho? Schauen wir mal, wenn wir es gefangen haben. Brauchen wir dann ein paar Bälle, glaube ich. Ich habe nur noch 14 Superbälle. Ja, das ist nicht viele für mich. Ich habe immer gerne genug, um seltene Pokémon zu fangen. Auch wenn ich mal 10 brauche, ja? Yippie! Pandia wurde gefangen. So, was kann es denn? Pandia ist tatsächlich ein Normal-Pokémon einfach. Und ist ja. Jedes Pandia trägt ein einzigartiges Fleckenmuster auf seiner Haut. Dieses Pokémon bewegt sich höchst seltsam. Es schwankt und stolpert, als wäre ihm schwindelig. Seine schlingenden Bewegungen verwirren seine Gegner. Super Pokémon, echt. Das ist von Japanern erfunden. Das ist typisch. Ein Panda-Bär. Bin ich schon wieder ein Panzereon, oder? Tatsächlich, krass. Das ist doch gar nicht so selten, wie ich erst dachte. Rate mal, warum es hier draußen so kühl ist. Weil die Sonne nie scheint. Weil wir im Laubwechselfeld ähnlichen Gebiet sind. Teenager Moritz ist da. Oh, Knackleon, dich will ich haben. Ganz schön frech. Boden-Pokémon ist natürlich so ungeil. Deswegen Pokémon wechseln. Rüdiger. Warum kann ich nicht austauschen? Wollt ihr mich verarschen? Wieso kann ich das nicht austauschen? Das ist ja mega frech. Warum konnten wir jetzt nicht austauschen? Warum können wir theoretisch nicht austauschen? Liegt das an Knackleons Fähigkeit oder sowas? Oder an Laubwechselfeld. Beziehungsweise ja an dem ekligen Zeugs hier, was hier überall rumschwirrt. Die Asche und so. Oh, Fritzelblitz. Ja, tut mir sehr leid. Biss. Einfach schön weiter. Voltense soll ja weiter trainiert werden. Funkensprung ist natürlich nicht so gut gegen Elektro, Mr. Trainer, Freund und so. Ja, das tut mir sehr leid. Das ist ganz schön schwach. Wunderbar. So, Fritzi ist besiegt. Fritzelblitz. Nicht Fritzi. Fritzi sind wir. Fritzi sind wir. Ja, ja, ja. Aber vertue ich mich. Ist auch lustig, wie ich trotzdem immer gestikuliere manchmal. Mit meinen Händen, obwohl ihr das gar nicht seht. Hallo. Es macht irre Spaß, in einem Hügel aus Vulkanasche zu springen. Yeah! Hui! Yeah! Hui! Yeah! Oh! Aus der Asche, ich mich erhebe nach einem Kampf, ich strebe. Das ist ja jetzt, wow. Ein Ninja-Junge, Eduard. Smogon. Smogon ist ein ziemlich cooles Gift-Pokémon. Finde ich immer, es ist Kult. Smogon ist so ein Kult-Pokémon. Einfach durch Team Rocket. Genauso natürlich wie Arrbak. Auch mega cool. Putz.
Mir war das Smoggern wiegt irgendwie so 0,3 Kilogramm, weil nur aus Gas besteht. Ich glaube, so war das. Ja, klar, mal schön vergiftet. Ich hasse Gift. Aber Gift ist noch das geringste Übel, finde ich, an Statusverletzungen, was es so gibt. Da gibt es doch schon deutlich schrecklichere. So, tschüss, Smoggern. Aua. Ach, wir sind auch vergiftet, obwohl wir besiegt haben. Das ist hart. Ja, dann wechseln wir mal sicherheitshalber. Was ist denn gut gegen Gift? Kampf? Boden? Ich glaube Boden. Boden haben wir noch nicht. Ich glaube, Kampf könnte auch gut gegen Gift sein. Ich hoffe zumindest. Schauen wir mal. Mal gucken, was passiert. Oh, nicht effektiv. Noch besser. Falsch gedacht. Sehr gut, Jay. Alles klar. Dann wie wäre es dann mit einer Nitro-Ladung für dich? Meiner Lieblingsattacke? Ups. Ja, das geht. Das geht wenigstens klar. Wunderschön. So, auch besiegt. Und nochmal Smoggon. Ja, dann bleiben wir halt dabei. Auch okay. So, ups. Nitro-Ladung. Gucken wir mal, was mitmachen oder nicht? Ah, ne, nicht mehr. Ja, sehr gut. Tackle. Aua. Ruckzuckieb. Bam. Nice. Wunderschön. So, besiegt. Sehr schön, Fäuling. Eine ehrenhafte Niederlage. Warum hat das denn nur Smoggons? Das könnte so cool sein, so Gift-Pokémon zu trainieren. Aber doch nicht nur Kack. Smoggons. Also ein Smoggon ist ja geil, ja? Das sehe ich ja ein. Können wir hier ein paar Bärchen benutzen? Wir haben ja genug. So. Okay. Okay. Dann werden wir jetzt weiterlaufen. Schon wieder Panzereon? Ne, Boden. Sandan. Sandan haben wir schon. Sandan ist nichts Neues. Pandia. Pandia ist langweilig. Deswegen werden wir jetzt einfach fliehen. Tschüss. Kennen wir ja schon. Haben wir schon gefangen. Brauchen wir nicht. Hallo, liebe Schirmdame. Der Sonnenschirm soll mein niedliches Kamaup vor dieser widerlichen Vulkanasche schützen. GP. Wieder ein... Ach ne, nur ein Kamaup auch noch. Okay. Boden mal wieder. Und Feuer. Ätzt hart. Und Licht. Ich hoffe, dass Fritzi stark genug ist dafür. Ach cool, Sonntag im Aschefeld sozusagen. Ist ja witzig. Das Sonnenlicht wird stärker. Ist, glaube ich, geil, wenn wir jetzt so ein Pflanzen-Pokémon hätten und dann direkt jede Runde Solarstrahl machen könnten. Nice, zurückgeschreckt. Jawohl, ruckzuckieb. Easy. Tschüss, Kamaup. Besiegt. Wunderbar. Ich würde gerne auf der Zugfahrt auch Pokémon Let's Playen können, wenn ich dann nach Berlin fahre. Geht aber leider nicht. Wenn ich keinen PC habe, der capturen kann. Das ist so schade. Oh, guck mal, hier ist eine... Wie könnten wir jetzt... Oh komm, wir lernen das jetzt einfach mal geheim, Paul. Wir sollen ja diese komischen Scheiß da sammeln, ne? Komm, Krakelo gelernt hat jetzt. Schreihals. Jojo, mach du mal Geheimpower. Ist gar nicht so schwach. 70? Ist in Ordnung, oder? Ist in Ordnung. Hätte ich jetzt so gesagt. So. Geheimbasis. Mach auf. Zeig mal, was du kannst. Ja. Hui. Blub. Du hast eine kleine Höhle entdeckt. Yeah. Ach du Scheiße. Das ist für eine lange Wurst. Du kannst immer nur eine Geheimbasis einrichten. Deine aktuelle Geheimbasis befindet sich auf Route 111. Möchtest du sie aufgeben? Nein. Ich sollte mal die Fahnen sammeln. Okay, dann halt nicht. Dann halt nicht. Wen ich will, der hat schon. Und warum ist denn da ein gelbes Item?
Wenn das gelbe Items sind, waren das, glaube ich, immer TMs, oder? Ich glaube, so war das. Bin mir aber gerade auch nicht hundertprozentig sicher. Ich hoffe einfach mal, dass dem so ist. Das wäre nämlich cool, weil dann gäbe es da eine TM. Und TMs sind natürlich netter als so ein scheiß irgendwas. Doppelt, okay. Wenn es natürlich eine coole TM gewesen wäre, wäre das natürlich noch schöner. Ja, aber wir wollen es ja nicht beschweren. Okay, irgendwo da in dem Dreck gibt es ein Item. Das holen wir uns. Also, ich bin ja jetzt schon oft gegen hier gegen Pokémon hier gekämpft. Aber wir haben ja noch nicht alle. Aber irgendwie kommen immer dieselben. Hm. Ah, da haben wir Ether. Nice. Ether ist immer schön. Da freut man sich. Also ich freue mich darüber. Sandan! Hallo! Ihr wollt alle von mir gefangen werden, habe ich das Gefühl, aber ich habe keinen Bock, euch mit meinem Computer oder in meinen Computer zu stopfen und den zu verstopfen, besser gesagt. Ja, zu viele Dateien sind schlecht. So, dann hier weiter. Ach, guck mal, hier haben wir noch gar nicht gegen gekämpft. So ein Vulkanausbruch ist der eindeutige Hinweis. Die Erde lebt. Stolonio, geil, noch ein tolles Boden-Pokémon. Yeah! Hoffentlich können wir jetzt wechseln. Bodengestein. Feuling. Okay, es lag tatsächlich an Knackleon scheinbar, dass man nicht Pokémon austauschen kann. Gut zu wissen. Interessant, sehr interessant. So, wie wäre es mit einer Nitro-Ladung? Stolonio sieht aber auch süß aus eigentlich, ne? So, jetzt kannst du wenigstens nochmal Barrieren machen. Bumm. Ja, Boden ist wahrscheinlich... Ah, Gestein und so. Oh, Mann, ich Trottel hätte einfach Doppelkick machen müssen. Das ist das sehr effektiv. So. Kick. Da hätten wir wahrscheinlich auch One-Hit gemacht. Na super. Okay, vergiss das. So, Level 32, nice. Ist jetzt mit 32 oder 36 Entwicklung? Wir werden es sehen. Gleich. Sofort. Du bist irgendwie ganz schön stark. Und? Level 36. Okay. Wir sind in... Sind wir noch nicht? Wir sind noch nicht in Laubwechselfeld scheinbar. Die moderne Wissenschaft kennt keine Grenzen. Nehmen wir mal diese Vulkanasch als Beispiel. Aus ihr kann man Glas machen. Wahnsinn, oder? Wow. Das ist ja der Shit. Hä? Da. Und ein Nugget. Fein. So, was war da oben? Geht's hier weiter? Nee. Was ist das jetzt hier? Oh, ein Item. Man sollte echt durch die Dinger einmal laufen, durch die Vulkanasche. Das ist echt nice. So, was ist das hier? Glaswerkstatt hier. Okay. Gehen wir einfach mal in die Glaswerkstatt. Guten Tag. Diese Region ist mit Vulkanasche bedeckt. Hustkeuch. Ich habe ein besonderes Talent. Hustkeuch. Ich mache aus Asche Glas und stelle daraus Items her. Hustkeuch. Hier, das ist für dich. Hustkeuch. Aschetasche. Geil. Aschetasche wurde in Basis-Items-Tasche verstaut. Läufst du mit dieser Aschetasche durch die Asche, füllt sich die automatisch damit. Hustkeuch. Und wenn du meinst, du hast genug gesammelt, komm zu mir. Hustkeuch. Es macht irre Spaß, im Rhythmus mit dem Husten und Keuchen von meinem Papa in meine gläserne Flöte zu tröten. Hustkeuch. Alles klar. Das scheint ja sehr, sehr gesund zu sein hier. So. Ich finde, ich habe genug Asche gesammelt. Was kriegen wir jetzt? Komm. Hast du Asche gesammelt? Hustkeuch. Zeig doch mal her. Hustkeuch. Hm, das reicht leider noch nicht. Hustkeuch. Daraus kann ich kein Glas machen. Hustkeuch. Mal sehen. Ich brauche noch 243 Gramm mehr, um das Item blaue Flöte herzustellen. Hustkeuch. Was mache ich mit blauer Flöte? Wie viel haben wir jetzt? Wenn wir einmal da durchlaufen? Guck mal, es geht ja. 6 Gramm.
So, guck mal hier, noch wieder mehr. Reicht das auch, wenn wir hier so durchlaufen? Dann muss ich hier echt durch diese Asche laufen. Man weiß es nicht. So. Aber wir laufen einfach mal da durch. Oh, guck mal, Gegner. Danke, dass du mich gefunden hast. Aber jetzt müssen wir kämpfen. Gut. Dann machen wir dich platt, du kleiner Ninja-Junge mit deinem hässlichen Ninkada. Hui. Ja, solche Käfer-Pokémon, Käfer-Gift ist auch immer wieder gern dabei bei solchen Ninjas. Doch, Boden. Juppie. Das macht mich total glücklich. Pokémon. Rüdiger. Los. Wir brauchen dich. Es ist Zeit für dich, uns zu helfen. Sandwirbel. Uah. Komm mal, Eroas. Bam, bam. Jawohl, nice. So muss das sein. Schön. Juhu. Wieder schöne Erfahrung. Oh, Ninjask. Bleiben wir direkt dabei. Die Frage ist, ob das immer noch Boden ist. Ich kann es mir fast nicht mehr vorstellen, dass das dann noch Boden ist, oder? Das fliegt ja. Egal, tot ist es. Das ist das Wichtigste. Tot und vernichtet. Level 31. Geht gut ab. 103 schon an Initiative. Mach Bekanntschaft mit meiner Ninjutsu-Technik. Vulkanaschenschleier. Was? Ist schon alles wieder vorbei? Oh. Ein wildes Piet setzt Nisa ein. Hatschi. Ja, ich hoffe, diesmal wird nichts problematisch mit dem Bildschirm. Hypertrank. Cool. Ja, nehmen wir mit. Freut mich. Danke. So. Wo sind wir jetzt hier? Laubwechselfeld fast. Was ist denn hier? Das sind irgendwelche Felder, die einfach nichts können. Hey, wir sind im Laubwechselfeld. Alles klar. Und dann würde ich sagen, ist das eigentlich ein ziemlich cooler Cut für die nächste Folge. Und dann werden wir uns mal genauer Laubwechselfeld angucken. Und ich glaube, da gibt es auch eine Arena, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen... Was haben wir denn heute? Müssten wir Freitag haben, ne? Also, haut rein, bis dann, tschüss.